Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Nairane, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob du investieren sollst, ja oder nein. Deine Ausgangsposition zeigt hier dieses Bild. Das wäre schon die Stärke, aber deine Haltung ist noch abwartend. Hier werden noch Handlungen geben und jemand bietet noch etwas an. Das siehst du noch nicht, aber es kommen Neuigkeiten. Ich würde sagen, das wäre zu früh, jetzt investieren. Warte noch, du hast besseren Angeboten. Worüber sollst du nachdenken? Das zeigt hier dieses Bild und das zeigt das Gleiche. Geduldig zu sein, abwarten. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, investieren. Sorge dafür, dass hier Stabilität ist, auch die Finanzen in Ordnung zu bringen und in einen späteren Zeitpunkt kannst du handeln. Genau das zeigt hier dieses Bild. Im Herbst bekommst du andere Kontakte oder besseren Angebote, dann wäre das der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Wenn du jetzt handelst, was passiert dann? Dann verlierst du den Boden unter den Füßen und ist alles in die Schwebe. Und wie verbesserst du das alles? Du wirst das beherrschen. Hör auf dein Gefühl. Und meine Legung zeigt, du wirst noch ein besseres Angebot bekommen. Warte lieber bis Herbst. Da kommt auch etwas entgegen. Möglich ist auch, dass hier im Herbstmonat, dann zeigt wieder die Zeit Herbst, dass du bessere Chancen, Möglichkeiten hast, einen Vertrag unterschreiben. Wenn du sofort handelst, dann fühlst du dich in die Enge oder fühlst du dich eingeschränkt, vielleicht sogar finanziell eingeschränkt. Du wirst noch ein neues Angebot bekommen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ein anderer Partner ist, sondern vielleicht anderen Preis und verändert sich das alles. Warte lieber bis Herbst. Ich befrage noch mein Pendel. Die erste Frage, was ich jetzt stellen möchte, sollst du überhaupt in diese Richtung investieren? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann lass das alles jetzt momentan stehen. Das ist entweder ein Vielleicht oder das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, diese Frage zu stellen. Sollst du überhaupt investieren? Ja, nein oder vielleicht? Bleibt stehen. Und das würde für mich bedeuten, lass es einfach stehen momentan. Wirst du ein besseres Angebot bekommen? Die Legung sagt ja, aber ich befrage die Pendel auch. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du bekommst bessere Angebote oder einen besseren Preis. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, dann heißt es nein. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann kommt keine Antwort. Bekommst du ein besseres Angebot?
Die Antwort ist ja. Liebe Nairane, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute, alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.